abschnittsweise definierte Funktionen setzen sich aus mehreren Teilfunktionen zusammen, wie wir es hier im ersten Beispiel eben dargestellt haben. Wir haben ein f von x, das sich zum einen aus der Funktion x für alle x-Werte eben die größer gleich 0 sind darstellen lässt und für minus x für alle x, die kleiner 0 sind, darstellen lässt. Das heißt, hier beim ersten Beispiel handelt es sich auch um die sogenannte Betragsfunktion. F von x ist x und hier müssen wir eben bedenken, dass für die verschiedenen Abschnitte des Definitionsbereichs von f eben eine andere Termdarstellung gegeben ist. Wenn wir das Ganze jetzt hier eben fürs erste Beispiel zeichnen, bedeutet das ja nichts anderes. F von x ist gleich x für alle x, die größer 0 sind. Somit alle Werte, die größer 0 sind, also im positiven Bereich von x, gilt eben die Funktion f von x ist gleich x. Um jetzt diese Funktion eben im Koordinatensystem darzustellen, brauchen wir lediglich unsere Teilfunktionen hernehmen. So wie die erste bedeutet nichts anderes, f von x ist gleich x für eben alle x, die größer 0 sind. Das heißt, alle positiven x-Werte sind für den ersten Teil der Funktion eben da. Das heißt, ich setze jetzt hier einmal von mir aus 0 ein. Wenn ich für x 0 einsetze, ist natürlich y auch 0. Dann setze ich den Wert 1 ein, dann kommt natürlich 1 heraus. Und wenn ich den Wert 2 dann einsetze, kommt natürlich ebenfalls 2 heraus. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Gerade, die sich aus dem ersten Teil der Funktion ergibt, die prinzipiell hier im Ursprung beginnt und damit einen Winkel von 45 Grad nach oben hin steigt. Und haben somit den ersten Teil der Funktion hier dargestellt. Die zweite Funktion in dieser abschnittsweise definierten Funktion ist eben minus x für alle x, die kleiner 0 sind. Somit alle x, die kleiner 0 sind, befinden sich ja hier, haben ein negatives Vorzeichen. Und wenn ich jetzt eben wieder einsetze, mein f von x ist gleich minus x und ich setze zunächst den Wert minus 1 ein, dann erhalte ich ja eigentlich den positiven Wert 1, weil minus 1 hier eingesetzt ergibt natürlich minus mal minus ist positiv 1. Und das Gleiche erhalte ich dann aber auch für die nächsten negativen Zahlen, die ich hier für x einsetze. Wenn ich minus 2 hier einsetze, mal minus ist natürlich plus 2 und kann das Ganze natürlich hier oben, nach oben hin fortsetzen und erhalte hier dann ebenfalls eine Gerade, die im Ursprung beginnt und eben in diese Richtung nach oben geht, beziehungsweise anders betrachtet eben nach unten. Und wir können eben sagen, dass die Betragsfunktion eben die Spiegelung der x-Funktion hier ist über die y-Achse. Wesentlich interessanter wird es dann, wenn wir unser zweites Beispiel hier ansehen. Wir haben dann eben schon drei definierte Funktionen oder drei Teilbereiche, wo wir eben unsere Funktion betrachten müssen. Zunächst mal hier f von x ist gleich 2 für eben minus 3 kleiner gleich x kleiner 1. Also zwischen minus 3 für x und plus 1, wobei der 1er nicht mehr dazugehört zu dieser Funktion, weil er hier eben kleiner steht und nicht kleiner gleich, gilt der Wert 2. Somit haben wir, wenn der Wert 2 hier überall gilt, haben wir hier nichts anderes wie eine Gerade mit dem Wert 2, der eben von minus 3 bis fast 1, also er gehört nicht mehr dazu, somit ein offenes Intervall hier, dargestellt werden kann. Für den nächsten Teil dieser Funktion gilt dann eben x plus 2 für alle x-Werte, die zwischen 1, jetzt gehört der 1er dazu, weil es ja kleiner, x größer klein, gleich 1 ist, kleiner 3 gilt. Auch hier wieder kann ich einfach einsetzen, den Wert 1 zunächst in meine Funktion. 1 plus 2 ist natürlich 3, somit hat die Funktion an der Stelle x1 den Wert 3. Also x1 den Wert 3. Somit haben wir hier, geht unsere Funktion, oder hier beginnt unsere Funktion, oder der zweite Teil der Funktion, eben an der Stelle 1, 3, wobei dieser Punkt dazugehört, weil wir hier eben dieses kleiner Gleichzeichen haben. Die Funktion ist gegeben im nächsten Punkt, jetzt könnten wir ja eben den Punkt 3 nehmen, wobei der Punkt 3 jetzt nicht dazugehört, der x-Wert, da eben hier nur ein kleiner Zeichen ist. 3 plus 2 ist eben 5,
für den Wert y an der Stelle 3. Und eben der Wert 5 gehört hier nicht mehr dazu. Und erhalte dann hier eben auch eine Gerade, wobei eben dieser Wert an der Stelle 3 nicht dazugehört. Hier habe ich einen sogenannten Sprung drin, das heißt, es handelt sich hier auf jeden Fall um eine Sprungfunktion, da wir hier von diesem Teil der Funktion springen auf den anderen Teil der Funktion und in diesem Bereich ist der Wert nicht definiert. Der dritte Teil unserer abschnittsweise definierten Funktion ist eben jetzt minus x für alle x zwischen 3 und 4. Jetzt gehört der Wert 3 und der Wert 4 dazu. Das heißt, ich brauche auch wieder nur einsetzen, 3 für x eben, das heißt f von x an der Stelle 3 ist dann eben minus 3, also hier an der Stelle 3 ist minus 3. Und für den Wert 4 ergibt das natürlich dann minus 4. Und erhalte hier nochmal durch einen Sprung eine weitere sehr kurze Gerade, wobei eben hier keine offenen Stellen sind, da eben der Wert 3 und der Wert 4 dazugehören und habe dann hier diese Funktion eben, die in mehrere Teile unterteilt ist, grafisch auch gleich dargestellt.